Die heutigen Aussagen eines FED-Mitglieds waren ein echter Schock für die Märkte und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und das, was da passiert, das ist so ungemein typisch, so ungemein symptomatisch. Dazu gleich mal mehr, warum das so sprechend ist. Fangen wir vielleicht mal an, die ganze Geschichte heute chronologisch zu erzählen. Wir hatten heute Morgen Konjunkturdaten aus Europa, Frankreich deutlich besser. Die Einkaufsmanager-Indizes aus unserem Nachbarland wieder in der Expansionszone, also über der 50er-Marke. Das war eine echte Überraschung. Auch die Daten aus Deutschland, zwar nicht berauschend, aber etwas besser als befürchtet. Nach wie vor scheint man sich da auf niedrigem Niveau so ein bisschen zu stabilisieren. Das hatte ich ja jetzt seit einigen Tagen schon gesagt, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal so eine Stabilisierung erleben. Jedenfalls haben die Märkte darauf erstmal positiv reagiert. Konjunkturoptimismus, man hat sich gesagt, na, ist doch schick. Gut, die Konjunkturdaten, so schlimm ist es noch doch gar nicht, aber dann hat man nachgedacht und hat sich gesagt, gute Nachrichten sind ja irgendwie auch schlechte Nachrichten, weil warum soll dann die EZB die ganz große Bazooka auspacken und Liquidität wieder den Märkten schenken, wenn die Konjunktur doch nicht so absäuft, wie wir eigentlich alle vermutet hatten. Und so ging es dann eben wieder runter, nachdem es vorher ziemlich impulsiv nach oben gegangen war. Und dann passierte Folgendes, dann kamen Daten aus den USA und die hatten es in sich. Wir haben nämlich hier die Einkaufsmanager-Index Gewerbe gesehen, PMI, Market PMI. Das erste Mal seit 119 Monaten wieder unter der 50er-Marke, sprich die US-Wirtschaft schrumpft. Nicht die US-Wirtschaft, genauer gesagt die US-Industrie schrumpft. Das war schon so ein kleiner Schocker, aber die Wall Street denkt sich, naja, was haben wir mit der Realwirtschaft zu tun? Eben, gar nichts. Und er hat da nochmal ganz entspannt mit den Schultern gezuckt, auch trotzdem der Dienstleistungssektor auch sehr, sehr stark nachgegeben hat. Market hat da geradezu von einem Einbruch der Neuaufträge gesprochen, aber die Wall Street hat, wie gesagt, mit der Schulter gezuckt und sich gesagt, naja, das sind halt die Daten, wir haben ganz anderes im Blick, nämlich die Fed. Und genau das wurde dann kurzfristig zu einem Problem, denn dann kam der Auftritt dieses jungen Mannes. Und das ist Patrick Harker, der Chef der Philadelphia Fed. Und der hat gegenüber CNBC in einem Interview sehr, sehr Erstaunliches gesagt, für die Märkte eher Unangenehmes, möchte man sagen. Er hat nämlich gesagt, naja, eigentlich sind wir doch ganz entspannt. Eigentlich ist es doch mit der Wirtschaft genauso, wie wir das erwartet haben. Und dann hat er gesagt, es gibt keine Notwendigkeit eines weiteren Zinsschrittes, einer weiteren Zinssenkung. Wir sollten erstmal abwarten, da sollten wir erstmal eine Zeit lang hier gucken, was so Sache ist. Dann hat er auch noch gesagt, dass wir so um und bei der neutralen Rate sind. Neutrale Rate ist ja die Rate, die Zinsrate einer Notenbank, die weder stimulierend noch bremsend ist für die Konjunktur. Und vor allem, er hat gesagt, naja, es geht hier gar nicht um die Frage Kosten des Kapitals, sprich Zinsen, wie teuer ist Geld. Das ist gar nicht das Problem, das die Wirtschaft hat. Sondern es geht um ganz andere Sachen, eben vielleicht um den Handelskrieg, ja, aber es ist letztendlich nicht eine Frage des Leitzinses, ob es der Wirtschaft gut geht, zumindest nicht auf dem aktuellen Stand. Und das ist natürlich etwas, was die Märkte überhaupt nicht hören wollten. Da waren ja Spekulationen ins Kraut geschossen, dass wir sogar eine 50-Basispunkte-Senkung haben durch die Fed dann im September. Und diese Spekulation, die wird nun ein bisschen, etwas großspurig sein. Möglicherweise werden wir gar keine Zinssenkung haben, denn man muss sich ja überlegen, ist es Zufall, dass Harker heute auftritt bei CNBC, also bei einem Sender, den so ziemlich alle glotzen, die mit den Finanzmärkten zu tun haben. Nein, das dürfte kein Zufall sein, sondern da wird man sich abgestimmt haben innerhalb der Fed, auch mit Jerome Powell, der ja morgen die Rede in Jackson Hole hält und hat sich gesagt, naja, wir müssen den Märkten jetzt mal irgendwie eine Mitteilung geben, eine Botschaft geben, damit sie sich darauf vorbereiten können, dass möglicherweise morgen Jerome Powell eben auch sagen wird, Leute, entspannt euch mal, es ist doch alles gar nicht so schlecht. Ich hatte heute Morgen eine Grafik gezeigt, den Macroeconomic Surprise Index, der zuletzt sehr, sehr stark gewesen ist. Die Daten zuletzt besser als jeweils erwartet. Heute der Ausreißer mit dem Market PMI. Aber auch das eben noch kein Grund, jetzt wirklich in Panik zu verfallen. Und das wird jetzt also eine ganz, ganz heiße, eine ganz wichtige Geschichte, was Paul jetzt sagt. Nach meiner Auffassung war Harker heute der Warnschuss. Leute, ihr habt euch verrannt, ihr seid zu stark vor der Kurve in Sachen Zinssenkungserwartungen. Da müsst ihr jetzt mal gucken, dass ihr euch wieder einkriegt. Was haben wir noch? Wir haben dann die Situation, dass wir Buybacks haben, also diese Aktienrückkäufe, die relativ stark zurückgehen derzeit. Und das liegt daran, dass einfach die Unternehmen in den USA so stark
Aktien zurückgekauft haben, sich vielleicht überkauft haben ein Stück. Und hier sagen Analysten, jetzt warten die Unternehmen auf tiefere Kurse, damit sie dann vielleicht wieder kaufen können. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass wir außerhalb einer Rezession jetzt die stärksten Rückgänge haben der Margen für die Unternehmen, und zwar vor Steuern seit dem Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt. Wir sehen hier diesen doch ziemlich herben Fall, also im Vergleich zum BIP jetzt hier, zum amerikanischen BIP. Also es zeigt, dass die US-Unternehmen hier vorsichtiger werden. Ich hatte das mehrfach schon gesagt. Was haben wir noch? Wir haben dann vielleicht noch eine bullische Nachricht für Sie, denn wir haben derzeit ein sehr, sehr schlechtes Verbrauchervertrauen in Sachen Retail-Investoren, also praktisch die Privatinvestoren, die sind derzeit ziemlich mies gelaunt, und das könnte ein guter Kontraindikator sein, sagt hier Sentiment Trader, um einmal ein bisschen Hoffnung zu machen. Aber die Blicke richten sich jetzt auf die Wirtschaft, und das wird auch für Donald Trump langsam unangenehm, weil selbst 42% seiner Voter, also seiner Wähler, sagen, naja, wenn eine Rezession kommt, dann ist auch Trump schuld, nicht nur, aber eben auch. Das heißt, man würde ihm schon, wenn eine Rezession jetzt kommen würde, die Schuld daran geben. Das erklärt vielleicht, warum Jerome Powell von Trump ständig so attackiert wird. Heute wieder hatte Trump gesagt, naja, guckt mal, die Deutschen, die können da eine 30-jährige Anleihe emittieren mit den Negativzinsen. Das wollen wir auch haben. Nur die böse Fed, die verhindert das. Das ist also jetzt das Thema, warum Trump hier so Druck macht. Weil er spürt, weil er weiß, dass seine Wähler, selbst seine Wähler ihm das anlasten würden. Die, die ihn ohnehin nicht wählen, würden dann natürlich klar mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, siehst du, mit deinem Handelskrieg und den ganzen Geschichten hast du das ja ausgelöst. Und das wäre vielleicht zu kurz gegriffen, aber es ist eben auch ein Teil der Wahrheit. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Die Charts wieder von, naja, Sie wissen schon, wir haben jetzt hier bei den S&P bei 2920. Wir haben uns wieder erholt, aber wir sehen ja diese Kerze. Das waren, naja, das waren so 35 Punkte im S&P und das relativ schnell, also gut 1%, in der es, wo es dann relativ stark nach unten ging. Ähnliches Bild dann in den anderen Indizes. Da sehen wir hier den Nasdaq, der ja gute 100 Pünktchen verloren hat, also etwa 1,3, 1,4%, sich jetzt wieder ein bisschen stabilisiert. Ähnliches gilt für den Dow Jones, 26.242. Was macht der DAX aus der Geschichte? Da war man eben zunächst auch mal nach oben gelaufen. Ich hatte es heute früher in dem Video schon gesagt, man war nach oben gelaufen, Konjunkturoptimismus, dann war man nach unten gelaufen, weil man sich sagte, nicht gut, wenn Mario dann nicht die Bazooka auspackte, dann hat man reagiert auch auf diese ganze Fed-Aussagen von Harker, ist so ein bisschen mitgelaufen mit den Amis, man wusste wahrscheinlich gar nicht so genau warum, aber man läuft halt einmal mit, wenn die anderen laufen, das ist Herdenverhalten, das beim DAX besonders gut ausgeprägt ist, aktuell der Index bei 11.749 Punkten, Gerüchte heute gestreut von Elon Musk wahrscheinlich über das Manager-Magazin, dass Volkswagen Tesla übernehmen wollte. Das hat Volkswagen dann dementiert. Elon ist schon mit allen Wassern gewaschen. Das muss man ihm lassen, um seinen Aktienkurs zu pushen. Schauen wir uns das an, was bei den Devisen passiert. Auch hier die Aussagen von Harker sichtbar. Plumps ging es wieder unter die 1,11er-Marke, die der Euro zwischenzeitlich überschritten hatte, aufgrund der besseren Daten hier in der Eurozone. Wir sehen den Goldpreis knapp unter der 1500er Marke, auch hier Harker belastend. Und wir haben das amerikanische Crude, das auch ein bisschen unter Druck ist bei $55.19. Also jetzt richten sich alle Augen auf die Fed morgen, auf das, was Jerome Powell sagen wird. Wahrscheinlich war das ein Warnschuss von Harker. Kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen jetzt irgendwie mal so passiert ist, dass der einfach mal hier einen rausgehauen hat. Harker ist deswegen auch so wichtig, weil er weder als hawkisch gilt noch als dovish gilt, sondern so in der Mitte des Spektrums innerhalb der Fed. Dementsprechend dürfte das eben auch die Mehrheitsmeinung sein innerhalb der Fed. Und Jerome Powell wird sich wohl auch dieser Mehrheitsmeinung nicht entziehen, zumal er ja selber die These vertreten hat eines Mid-Cycle-Adjustments, also diesem Zinsschritt, den man da bei der letzten Sitzung nach unten gemacht hat, der aber nicht Auftakt einer Zinssenkungsspirale sein soll, sondern einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Genau das war ja Tenor der Aussagen von Paul zuletzt. Dann noch ein Hinweis, das heutige Live-Webinar muss entfallen. Die Technik, ich hasse es, die Technik hasst mich offenkundig, aber es bin nur nicht nur ich, der da involviert ist, sondern auch wirklich Techniker. Und wir haben versucht, das Ganze mit einer Software
hinzukriegen. Diese Software wiederum hat Schwierigkeiten zu kommunizieren mit den anderen erforderlichen Dingen. Deswegen muss das Webinar ausfallen. Ich wollte Sie nicht nochmal warten lassen nach dem glorreichen Scheitern beim letzten Mal. Also ich bitte um Verständnis. Sobald es geht, werde ich Sie unterrichten, wann das Webinar stattfinden kann. Ich wünsche jedenfalls jetzt einen wunderschönen Feierabend. Es ist Sonne und ich werde jetzt gleich dann das Ausfallen des Webinars auch nutzen, um zu gucken, ob an der Elbe noch alles klar ist und dabei ein oder vielleicht sogar zwei bayerische Biere konsumieren. Ich wünsche das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Servus und tschüss.